Manche Dinge sind so zufällig, dass es schon Zufall wäre, wenn sie zufällig wären. Und das trifft genau auf den heutigen Handelstag zu. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum jüngsten Gerücht, das heute gestreut wurde. Und siehe da, es wurde von der bullischsten aller Wall Street Banken gestreut, nämlich JP Morgan, die immer gesagt haben, buy the dip, kauft den Rücksetzer. Das ist eine Zeit lang überhaupt nicht gut gegangen, nämlich im Januar, da hat man richtig auf die Mütze bekommen, aber irgendwie seitdem hat man so ein bisschen geschafft, die Märkte zu stabilisieren und heute streut diese Bank ein Gerücht, nämlich, dass die morgigen Inflationsdaten niedriger ausfallen könnten. Und dazu gibt es doch noch reichlich Assistenz von Notenbankern. Dazu gleich mehr. Fangen wir erstmal mit dem jüngsten Gerücht an. Hier sagte JP Morgan, ja, whispers of CPI below expectations. Also Flüsterschätzungen, wonach die morgigen US-Inflationsdaten unter den Erwartungen sein könnten. Nicht müssen, aber könnten. Und das wäre natürlich schick für die Märkte. Das wäre schick für die Fed, das wäre schick für die Biden-Administration. Damit könnten alle sicherlich ziemlich gut leben, wenn die Daten unter der Erwartung sein würden. Hier gestern schon JP Morgan mit der Aussage, ja, also das Aufwärtspotenzial, wenn hier die Inflationsdaten niedriger ausfallen könnten oder dürften, sei größer, als wenn die Inflationsdaten höher ausfallen als erwartet, weil die hawkischste aller Welten ohnehin schon eingepreist sei. Und da ist natürlich was dran, wenn wir uns mal anschauen, wie die Fed Fund Futures hier die weitere Entwicklung sehen, dann ist die Erwartung, Konsenserwartung mindestens 5 Zinsanhebungen, vielleicht sogar 6 Zinsanhebungen. Also da ist schon jede Menge Hawkisches eingepreist, gar keine Frage. Unten sehen wir etwa mal den Gleichlauf zwischen den negativen Realrenditen und den Tech-Werten. Hier invertiert die negativen Realrenditen. Es gibt ja praktisch eine Faustformel, kann man sagen. Je negativer die Realrenditen sind, also praktisch die Renditen minus Inflation, umso besser für Tech-Werte und für die Aktienmärkte insgesamt. Und je weniger negativ sie sind, umso schlechter. Wir haben nämlich gesehen in den letzten Wochen, als vor allem der Nasdaq ja so unter Druck gekommen war, dass die Realrenditen weniger negativ wurden. Und das hat dann vor allem die Tech-Werte mit nach unten gezogen. Dementsprechend sagt auch JP Morgan, ja, also wenn die Zahl niedriger ausfällt, und damit die Realrenditen weniger negativ werden oder negativer werden, so muss es heißen, dann wäre das besonders gut für Tech. Und raten Sie mal, welcher Sektor heute am besten läuft. Tech, der Nasdaq Composite oder Nasdaq 100, wie auch immer, heute der beste Index bei den Amerikanern. So ein Zufall, aber auch möchte man meinen. Und jetzt sagt zum Beispiel Bank of America, ja, da ist schon so ein bisschen offenkundig vorgezogen worden heute von der Rallye. Wir sehen jetzt, dass die 10-jährige Anleiherendite, die ist jetzt ziemlich schnell gestiegen von 1,40 auf 1,95%. Wir waren sogar schon bei 1,97% gewesen. Heute geht es mit den Renditen ein bisschen runter. CPI print tomorrow, if not terrible, Tech rips. Also wenn die nicht schrecklich ausfallen, dann könnte Tech sozusagen sich am besten erholen. Und da sehen wir einen Vorgriff heute. Vielleicht wird das heute schon gefeiert, diese Party, die, wie gesagt, von JP Morgan, der bullischsten aller Wall Street Banken, so ein bisschen herbeigerüchtet wurde, könnte man sagen. Und jetzt kommt etwas, was extrem wichtig ist, meine Damen und Herren. Es ist nämlich so, dass bei den morgigen Inflationsdaten das erste Mal die Berechnung geändert wird. Also wie diese Daten kalkuliert werden. Das Bureau of Labor Statistics, das die Daten erhebt, wird nämlich jetzt das Konsumentenverhalten aus den Jahren 2019 und 2020 heranziehen. Also wird man sozusagen gucken, ja, was haben die Amerikaner so gekauft und was haben sie da ausgegeben im Jahr 2019 und im Jahr 2020. Und das Bureau of Labor Statistics sagt hier wörtlich, we considered interventions but decided to maintain normal procedures. Wir haben also Interventionen überlegt, aber uns dann entschieden, das nicht zu tun, aber wir werden halt sozusagen diese Kennzahl berechnen nach dem Kaufverhalten der Jahre 2019 und 2020. Was sind denn Interventions eigentlich? Was sind denn Interventionen, möchte man hier fragen. Das wird nicht ausgeführt, aber so oder so, diese Zahlen, die morgen kommen, sind schon daher eine totale Blackbox, weil eben die Berechnungsmethode sich deutlich ändert. Wir hatten jetzt ja von den 10 letzten Inflationsdaten aus den USA 8-mal die Situation, dass die über
der Erwartung lagen, teilweise sehr deutlich über der Erwartung. Und das hat den Aktienmärkten nicht so geschmeckt, das hat der Politik nicht so geschmeckt, wie wir hier sehen, etwa die Zustimmungswerte für Joe Biden. Die verhalten sich sozusagen spiegelverkehrt zur höheren Inflation. Das heißt, die Biden-Regierung hat ein massives Interesse daran, dass natürlich die Zahlen morgen nicht zu hoch ausfallen. Und vergessen wir nicht, das Bureau of Labor Statistics ist eine staatliche Institution. Das ist das eine. Dann hat die Fed natürlich ein Interesse, dass die Inflation nicht zu hoch ausfällt, weil sie sonst noch mehr unter Druck geraten würde. Und all das wäre natürlich unschick und JP Morgan hat auch kein Interesse daran, weil man ist ja long oder will zumindest seine Long-Positionen an die geneigten Privatinvestoren dann verkaufen. Deswegen hat man ihnen immer erzählt, buy the dip. Aber das ist extrem wichtig, Berechnungsmethode ab morgen anders, damit die Zahlen im Grunde eine Blackbox, alles ist möglich und das Gegenteil davon, das macht die ganze Geschichte so spannend. Und ja, die Notenbanker haben assistiert hier, Daily von der San Francisco Fed hatte ich heute Morgen schon gebracht, aber ist wichtig, ja, wir werden nicht zu aggressiv sein bei den Rate Increases, also bei den Zinsanhebungen will man nicht zu aggressiv sein. Das grenzt schon an aktiven Humanismus und hier sagte dann auch Bostic, auch ein weiterer Fed-Notenbanker, der hat zwar gesagt, ja, wir wollen die Bilanzsumme dann ziemlich deutlich reduzieren, aber we are at cusp of seeing inflation ease. Also er geht davon aus, dass die Inflation bald nachlassen wird. Vielleicht kennt er ja schon die Berechnungsmethoden, die neuen des Bureau of Labor Statistics. Es wäre jetzt nicht das allergrößte Wunder. Auch Mester von der Fed hat gesagt, ja, ich erwarte, dass die Inflationsdaten aufgrund unserer appropriate action, aufgrund unserer angemessenen Handlungsweise dann, nämlich Zinsanhebungen, vielleicht auch Bilanzreduzierung, zurückgehen wird. Also es ist da eine gewisse Beruhigungspille verabreicht worden von FED-Mitgliedern und apropos FED, interessant ist auch, dass offiziell eigentlich die Amtszeit von Jerome Powell längst abgelaufen ist, nämlich am 5. Februar. Die FED hat still und heimlich dann ein Statement letzten Freitag gepostet, das aber keiner bemerkt hat, wonach Powell eben jetzt aufgrund einer Sonderregelung nämlich in der Lage sei, jetzt einfach weiterzumachen, denn er ist ja nach wie vor nicht vom Senat bestätigt, nicht mal von der Bankenkommission bestätigt. Normal wird ein Fed-Chef erst von der Bankenkommission bestätigt und dann vom Senat insgesamt bestätigt. Jetzt ist die Situation die, dass Joe Biden ja drei neue Fed-Mitglieder benennen kann. Das sind natürlich alles Leute, die eher den US-Demokraten nahestehen. Dagegen schießen die Republikaner, die sind nicht einverstanden mit diesen drei Leuten, sodass sich diese ganze Geschichte der Nominierung bzw. Bestätigung von Jerome Powell noch massiv hinziehen kann, was natürlich Powell sehr anfällig macht, auch für politische Einflüsse, die da auf ihn einwirken können und dürften. Und diese Notenbankassistenz zu JP Morgan, die hat heute Morgen schon angefangen, als Villeroy, das französische Mitglied innerhalb der EZB gesagt hat, ja, also die Märkte sind ein bisschen weit vorausgelaufen angesichts dessen, was wir da eigentlich letzte Woche gesagt haben, nämlich was vor allem Lagarde gesagt hat. Also er spricht damit faktisch die Situation an, dass ja die Renditen, die Anleiherenditen der Staatsanleihen nach oben gegangen sind, besonders stark nach oben bei den Peripherieanleihen, also italienische, griechische Anleihen etc. Das hat heute den Märkten schon geholfen. Wir werden nachher sehen, wie die europäischen Aktienindizes sich entwickelt haben und Sie werden feststellen, dass da ein paar Gewinner dabei sind und auch das ist rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ähnlichkeiten mit handelnden Personen sind rein zufällig. Jetzt haben wir einen Newcomer, ja, als Bundesbankchef, der Herr Nagel. Und der hat vielleicht den Schuss noch nicht gehört, will sich vielleicht auch ein bisschen profilieren, hat gesagt, also wir machen jetzt der EZB mal ein bisschen Druck. 4% Inflation wäre schon notwendig dann zu handeln. Er warnt vor den ökonomischen Kosten, die durch eine zu späte geldpolitische Normalisierung entstehen könnten. Ich sehe ganz deutlich die Risiken, so sagt er, die wir eingehen, wenn wir zu lange mit der geldpolitischen Normalisierung warten. Das sind jetzt die Franzosen ein bisschen anders, gell? Die sind nämlich die Verschuldetsten überhaupt, wenn wir alle Verschuldungen zusammenrechnen, also Staat, Unternehmen und Privathaushalte. Deswegen hat man es da jetzt nicht so eilig und will jetzt nicht unbedingt, wie Nagel das eben möchte, in höherem Tempo
die Zinsen anheben. Auch das ist natürlich eine rein zufällige Differenz. Und jetzt gibt diesen positiven Sentiment, das wir heute sehen, auch Maersk Auftrieb mit der größten Containerverschiffer ja der Welt, der gesagt hat, ja, wir sehen Anzeichen dafür, dass vielleicht schon in der zweiten Jahreshälfte diese ganze Geschichte sich normalisieren könnte mit den massiv hohen Containerpreisen, was für Maersk jetzt ja nicht so schick wäre, weil man ja gerade durch diese hohen Containerpreise natürlich sehr saftiges Geld verdient. Also das war so eine Art Gewinnwarnung. Auch das fanden die Märkte durchaus schick und haben sich gesagt, naja, dann ist doch alles gut. Aber schauen wir mal auf die Rohstoffe. No shortage of shortages. Wir sehen hier mal Rohstoff-Futures und die alle handeln oder fast alle handeln in Backwardation. Was ist das? Wir müssen ja wissen, dass Rohstoffe als Future-Kontrakte ja gehandelt werden, aber es gibt in der Regel auch einen Spot-Preis, also praktisch einen Marktpreis, der derzeit aufgerufen wird, der manchmal so eine Art Mischung zwischen verschiedenen Future-Preisen ist, der verschiedenen Laufzeiten. Jedenfalls sehen wir, dass derzeit eben die Preise, die Spotpreise, also der aktuelle Preis, wenn man so will, teilweise eben unter, oder dass die Preise für Future-Kontrakte teilweise unter dem aktuellen Preis liegen. Das bedeutet, dass aktuell ein wahnsinniger Mangel an diesen Rohstoffen ist. Und wenn Sie sich mal verschiedene Aktien aus dem Rohstoffsektor anschauen, die heute extrem gut gelaufen sind, dann werden Sie feststellen, hups, da geht was. Das setzt sich also diese Rohstoffrallye fort, auch wenn Öl, naja, ein bisschen heute gestiegen ist, aber nicht so wirklich mitgemacht hatte, diese Rallye. Auf jeden Fall sehen wir, dass die Backwardation jetzt so extrem ist wie seit 1997 nicht mehr. Das gilt vor allem für Raw Materials, also für Metalle. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass diese ganze Lieferengpässe-Geschichte, Materialmangel-Geschichte vielleicht doch nicht so schnell abebben wird. Wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, meine Damen und Herren, dann schauen wir uns einmal den Leitindex an, den S&P 500. Und wir sehen, wir sind heute jetzt angelaufen, den 100-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt ist überwunden worden im Rahmen dieser Erholung. Den 100-Tages-Durchschnitt, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei. Dann haben wir das 61,8er Retracement Level, also praktisch von Hochpunkt zu Tiefpunkt, 61,8% Erholung. Das wäre bei 4590, bei 4600 ein Widerstand. Also wir kommen jetzt so ein bisschen in eine Widerstandszone. Und da wird es jetzt sehr interessant sein zu beobachten, was da passieren wird. Insgesamt sehen wir, dass die Valuations, also die Bewertungen natürlich nach wie vor, trotz der Korrektur, die jetzt teilweise schon wieder nach oben korrigiert wird, nach wie vor sehr hoch sind. Und die werden wahrscheinlich höher, weil die Gewinne der Unternehmen schlechter werden in nächster Zeit. Wir dürften also praktisch eine Berichtssaison dann im nächsten Quartal bekommen, die schon deutlich schlechter ist. Auch diese Berichtssaison war okay, aber sie war nicht besonders gut. Vor allem die Guidance ist schon runtergegangen, also der Ausblick der Unternehmen ist runtergegangen und das werden wir dann in den Zahlen sehen. Mal sehen, was die Märkte dann wieder draus machen. Wenn man die Erwartung ja tief genug senkt, dann kann man auch ja ein Einbeiniger über diese Erwartung praktisch drüber springen. Dementsprechend wird dann eine Party gefeiert, so war es zumindest die letzten Jahre. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass dadurch die Bewertung noch höher wäre, wenn eben die Gewinne der Unternehmen schlechter werden. Und ich hatte vorhin angesprochen, die europäischen Märkte, wir sehen jetzt den besten Tag im Grunde seit 2 Monaten, etwa was den Eurostox betrifft. Glaube ich, 1,7% gestiegen. Wir sehen aber, dass die Gewinner wo sitzen? In Italien und in Spain. Italia und España mit 2,6% und 2,0%. Warum? Weil eben die Anleiherenditen dieser Länder etwas fallen, nachdem Villeroy, der EZB-Notenbanker, gesagt hat, macht euch mal locker, so hawkisch sind wir gar nicht, wie das da interpretiert wurde. Und dadurch sind auch die Spreads wieder ein bisschen gefallen. Also die Differenz der Risikoprämien zwischen deutschen Anleihen und der Anleihen der Südländer. Und das hilft auch den Aktienmärkten. Heute übrigens auch Isabel Schnabel mit interessanten Aussagen. Das deutsche EZB-Mitglied, die klar gesagt hat, ja, dieser massive Anstieg der Hauspreise, der hat schon auch was mit der EZB-Politik zu tun, also mit der
Nullzinspolitik auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sie gesagt, ja, unser oberstes Prinzip ist die Preisstabilität. Das hat man in den letzten Monaten gesehen, wie dies der EZB am Herzen liegt, diese Preisstabilität. Kaum hast du 5%, schon meckern die Leute an Inflation. Ne? Es ist ja, mein Gott, die sind undankbar. Aber wir sehen auch auf anderer Seite eben, dass vor allem die, das hat man vorhin schon gesehen, die Backwardation bei Raw Materials. Wir sehen aber auch im Agrarbereich da die Commodities, also die Rohstoffe, die Agrarrohstoffe deutlich jetzt ausgebrochen nach oben. Und heute ein Artikel, den ich Ihnen sehr ans Herz legen will. Nahrungsmittel über Inflation, Marktmacht und leere Regale. Da passiert derzeit Massives am deutschen Lebensmittelmarkt. Es gibt im Grunde vier große Player, die hier als Einkäufer auftreten, nämlich die Schwarzgruppe, Lidl, Aldi, Edeka und Rewe. Das sind die Dickfische. Und jetzt sagen die Produzenten von Nahrungsmitteln, oh, die Preise steigen, wir haben höhere Kosten für Düngermittel, für Futter etc. Wir müssen leider höhere Preise verlangen. Dann sagen die Konzerne Aldi und Co., nö, ist nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und jetzt entsteht die Situation, dass teilweise aus dem Ausland Nachfrager kommen. Große amerikanische Konzerne sagen, aber wir sind bereit, die höheren Kosten zu zahlen. Und plötzlich ziehen die deutschen Haie am Lebensmittelmarkt den kürzeren. Und sie werden vielleicht das eine oder andere Produkt in den Regalen nicht mehr finden. Dieser Prozess passiert derzeit hochinteressant. Werde ich unter dem Video verlinken. Das ist das eine. Und der andere Artikel, nämlich Öl stehen wir vor einem neuen Superzyklus, zeigt die Differenz zwischen Wunschvorstellung, grüner Wunschvorstellung und das, was eigentlich noch Realität ist und wahrscheinlich auch Realität sein wird in Sachen fossiler Energien. Denn es ist lange nicht so, dass das Ölzeitalter vorbei ist. Das zeigt dieser Artikel mustergültig mit extrem vielen Grafiken. Heute hatten wir ja auch Öllagerbestände, by the way, niedrigster Stand seit Oktober 2018. Liegt eben auch daran, dass in die Ölförderung kein Geld mehr investiert wurde, eben weil es politisch nicht gewünscht ist. Und das könnte sich jetzt rächen mit sehr, sehr hohen Ölpreisen. Also auch diesen Artikel wärmstens empfohlen. Zwei Artikel, Nahrungsmittel und Öl. Und wir warten gespannt auf die morgige Wundertüte der Inflationsdaten. Ich sage jetzt Servus und Ciao.